Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy und wir machen heute bei Edeka serbisches Bleskavica. Dafür beginnen wir mit unserer würzigen Rind-Lammhackmasse, die wir kräftig kneten und ziehen lassen. Dann bereiten wir als Beilage Djuvekreis zu, bevor wir die Hackmasse mit Kaschkawal zu Fladen formen und nach dem kurzen Anbraten in der Pfanne im Ofen backen. Dazu servieren wir Kaimak und Eiber. Los geht's! Bleskavica ist übersetzt in die Hände klatschen und ist ein Hackfleischgericht vom Balkan. Das wird aus einem Gemisch aus zwei verschiedenen Fleischsorten hergestellt, Rind, Schwein oder Lamm. Als allererstes starten wir mit unserer Hackfleischmasse, denn die muss noch durchziehen. Dafür nehmen wir eine Gemüsezwiebel. Die wird geschält, grob geschnitten und dann kommen sie in ein hohes Gefäß. Dann brauchen wir 4 Knoblauchzehen. Wir haben hier frischen Knoblauch, deswegen pellen wir den nicht. Wir schneiden lediglich die Enden ab. Der wird auch grob geschnitten und kommt ebenfalls hier mit rein. Und dann pürieren wir unsere Knoblauch-Zwiebelmasse. Zum nochmal Nachlesen findet ihr das Rezept wie immer in der Infocard. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Dann brauchen wir 500 Gramm Rinderhack und 500 Gramm Lammhack. Beides in eine Schüssel geben. Unser Zwiebel-Knoblauch-Gemisch kommt dazu. Dann brauchen wir Salz. Ungefähr 1,5 Teelöffel Pfeffer, ihr könnt auch gemahlenen nehmen. 1 Teelöffel Natron. Besonders in Verbindung mit Salz hilft Natron, dem Fleisch richtig schön saftig zu bleiben. Jetzt mischen wir das Ganze 5 bis 7 Minuten, damit wir das Eiweiß aktivieren und eine gewisse Bindung in einer Hackmasse haben. Die Masse kommt jetzt für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt die aber auch am Vortag vorbereiten und über Nacht ziehen lassen. Eine beliebte Beilage zu Bleskavica ist Djuvekreis. Djuvek ist eigentlich ein Schmorgericht, das mit Fleisch zubereitet wird und heißt übersetzt Fanggericht. Dafür starten wir mit einer Zwiebel. Die wird fein gewürfelt. Dann eine Fleischtomate in Würfel schneiden. Erst in Scheiben, dann in Streifen und dann in feine Würfel schneiden. Eine rote Spitzpaprika, der Länge nach halbieren, das Kerngehäuse raus, das Weiße mit dem Samen auch. Schneide in Streifen und ebenfalls Feinwürfel. Paprika wird zusammen mit der Zwiebel angeschwitzt, also kommt es direkt mit dazu. Dann brauchen wir 3 Knoblauchzehen, die werden gepresst. Dafür müssen wir die Schale allerdings abmachen. Dann brauchen wir 200 Gramm Langkornreis. Den Reis, den waschen wir jetzt, um von einer überschüssigen Stärke zu befreien. Und das Wasser, was hier rauskommt, ist super für die Pflanzen, damit könnt ihr die gießen. Jetzt geht's schon ans Kochen. Dafür brauchen wir einen Topf, 2 Esslöffel Rapsöl. Wir nehmen Zwiebeln und Paprika und die kommen als erstes in den Topf und werden 1 bis 2 Minuten lang angeschwitzt. Als nächstes brauchen wir 3 Esslöffel Tomatenmark. 1 Esslöffel Paprikapulver rosenscharf. Das Ganze wird leicht angeröstet. So, jetzt kommt unser Reis rein und kräftig mischen. Wir machen so eine Art Balkan-Risotto. Jetzt kommen unsere Tomaten und Knoblauch rein. 1/2 Teelöffel Chilipulver und 120 Gramm tiefgekühlte Erbsen. Alles kräftig rühren. Und dann brauchen wir noch 400 ml Gemüsebrühe. Das sind ungefähr 1 Esslöffel Gemüsepulver auf 400 ml Wasser. Und ablöschen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt lassen wir das Ganze aufkochen, machen den Deckel drauf und lassen das bei schwacher Hitze 30 Minuten lang ziehen. Zwischendurch vorsichtig umrühren. Als Beilage brauchen wir nicht nur unseren tollen Djuvekreis, sondern auch schön fein geschnittene rote Zwiebeln. Dafür wird die erstmal geschält. Hier die Zwiebeln nicht durchschneiden, wir brauchen nämlich Ringe. Und jetzt sehr fein, 1 mm oder gerne etwas feiner hobeln oder schneiden. Guck mal hier, das ist dünn. So dünn wollen wir die haben. Dann brauchen wir 240 Gramm Kaschkawal. Kaschkawal ist ein gelber Filaterkäse, der aus Schafs- oder Kuhmilch hergestellt wird. Und den kriegt man meistens entweder in einem russischen oder in einem türkischen Laden. Falls ihr den nicht bekommen solltet, nehmt gerne Pecorino. Den schneiden wir in schmale Scheiben, damit wir die später in unsere 4 Bleskavicas aufteilen können. Unser Fleisch ist durchgezogen, jetzt wird geformt. Dafür brauchen wir ein Blatt Backpapier und Sonnenblumenöl. Ungefähr 1 Esslöffel pro Bleskavica zum Formen.
brauchen wir einen Löffel und ein Viertel der kompletten Masse. Die Hände könnt ihr euch auch leicht einölen. Dann formen wir einen 17 bis 20 cm großen Fladen. Dann brauchen wir ein Viertel des Kaschkawalkäses. Den legen wir auf die Mitte eine Hälfte. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen das Backpapier und klappen den Fladen einmal in der Mitte zu. Jetzt verbinden wir die Enden quasi. So, dann machen wir eine kleine Hackfleischkalzone daraus quasi und erhitzen 2 Esslöffel Sonnenblumenöl in einer beschichteten Pfanne. Die Größe der Plesniewice kann variieren, entweder so klein wie ein Patty, um das in einem Brötchen zu essen, oder so groß wie ein Teller, damit es mit Beilagen gegessen werden kann, mit Pommes oder mit Reis. Jetzt geben wir unsere Plesniewice in die heiße Pfanne, immer vom Körper weg. Und während die eine Plesniewice in der Pfanne vor sich hin brät, 1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze, und dann wenden wir das Ganze natürlich und braten das nochmal 1 bis 2 Minuten. Formen wir schon mal die zweite. Jetzt wenden wir die Plesniewice. Vorsichtig. Und jetzt kommen die auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Plesniewice etwas auf dem Blech noch abkühlt. Die wird nämlich im Ofen gleich zu Ende gegart. Plesniewice wird in der Balkanregion oft als Streetfood angeboten. Welche Varianten kennt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt kommt meine Plesniewice bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Dann ist sie perfekt. Zu unserer Plesniewice essen wir Kaimak und Eiwa. Ungefähr 120 Gramm Kaimak und 100 Gramm Eiwa. Kaimak ist übrigens eine Frischkäsezubereitung. Falls ihr keinen Kaimak bekommen solltet, nehmt gerne Creme Fraiche. Und Eiwa ist eine würzige Paste aus Paprika und Aubergine. Und jetzt wird probiert. Die Plesniewice ist richtig schön saftig und der Juwekreis ist würzig. Der Käse ist geschmolzen. Richtig, richtig gute Plesniewice. Hier sind 2 weitere Videos für euch. Unbedingt anschauen. Nicht vergessen, uns zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Izzy.